Hallo meine lieben Sternfreunde, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Orakel von Delphi und erzähle euch die Planetenbotschaften der 40. Woche 2023. Und die geht vom 2. bis zum 8. Oktober. Was erwartet euch diese Woche? Also einmal der Mond läuft von Stier, Zwilling, Krebs bis zum Löwen hin. Und wir haben zu Beginn der Woche eine Opposition zwischen Merkur und Neptun und außerdem eine die ganze Woche begleitende Sextil zwischen Mars und Venus. Dazu dann aber gleich mehr. Also, Montag bis Dienstag in der Frühe ist der Mond noch im Stier. Dann wechselt er Dienstag in die Zwillinge und bleibt dort bis Donnerstag ungefähr 15 Uhr. Immer auf unsere Breitengrade natürlich bezogen, also wer in Südamerika lebt oder so, der muss die Uhrzeiten dann natürlich entsprechend umstellen. Dann wandert er weiter in den Krebs am Donnerstagnachmittag und bleibt dort bis Sonntag in der Frühe, 1.45 Uhr, sodass der Sonntag, der Tag des Sonntags, dann ganz und gar im Löwemond steht. Das heißt, wir haben ja am Montag den sogenannten Brückentag und wer sich diesen Brückentag auch als Ferientag gönnen kann, der sollte diesen Tag auf jeden Fall nutzen, um konkrete Dinge zu tun. Also konkrete, handfeste Dinge, die euch auch mit Natur oder mit der Erde in Verbindung bringen. Also hast du einen Balkon, einen Garten oder auch Töpfe auf der Fensterbank, dann beschäftige dich damit. Es geht jetzt darum, alles, was Pflanzen ist, herbst- bzw. winterfest zu machen. Und wenn ihr einen Garten habt, passt es gerade auch gut, vielleicht das Wurzelwerk auszudünnen oder halt auch Büsche oder Bäume kurz zu schneiden. Und wenn ihr keinen Garten habt und euch nicht mit solchen erdigen Dingen beschäftigt, dann sind es auf jeden Fall super Tage, um in der Küche mal Klarschiff zu machen und sich das dann am Ende des Tages vielleicht auch mit einem guten, leckeren, selbstgekochten Essen zu belohnen. Aber auch sonst könnt ihr euch alles, was mit körperlicher Nähe, also auch Massage oder Fangopackung, könnt ihr euch gönnen oder halt in die Natur gehen, in den Wald, sofern ihr nicht den ganzen Tag arbeiten müsst. Und wenn ihr arbeiten müsst, dann nehmt euch diese Auszeit und geht in den nächstgelegenen Park, in den nächstgelegenen Wald, um die Herbstluft zu genießen, um die Baumdüfte, die herbstlichen Baumdüfte und natürlich auch die Baumfarben zu genießen. Und das alles auch vor dem Aspekt, dass Merkur und Neptun Montag, Dienstag eine Opposition bilden und deswegen es nicht so leicht fällt, sich zu konzentrieren. Und daher sage ich mal, alle Lehrer können sich an diesem Tag freuen, dass ihr keine Schüler unterrichten müsst, weil die sowieso nur die ganze Zeit irgendwie rumtüdeln würden. Genau, und daher nehmt euch, der Dienstag ist ja ein Feiertag und der Mond wandert also für diesen Feiertag extra in die Zwillinge, damit man sich trifft, damit man miteinander kommuniziert, miteinander sich unterhält. Und es kann auch sein, dass Themen auf den Tisch kommen, die irgendwie dir auch wichtig erscheinen. Und tatsächlich könnt ihr an diesem Tag, besonders auch am Dienstag, gut in Diskussion gehen und Dinge, die euch wichtig sind, sollten auf den Tisch gepackt werden. Vielleicht auch neue Erkenntnisse mal mit anderen ausgetauscht werden. Es kann sein, dass ihr tatsächlich schon nachts ins Grübeln gekommen seid und dass ihr vielleicht über dieses Grübeln sogar zu einem Ergebnis gekommen seid und das möchte dann auch besprochen werden. Lasst euch aber nicht von den Zweifeln anderer Leute dann wieder niederschmettern. Zweifel sind okay und man kann ja immer sagen, okay, ich sehe das vielleicht anders oder hast du das schon bedacht oder jenes, ne? Aber lasst euch davon nicht niedertrampeln, denn es geht bei Zwillingemond, besonders bei diesen, darum, Themen anzusprechen und sie auch auszudiskutieren und da ja 3. Oktober ist, also Feiertag, können es eben auch politische Themen sein. Oder halt auch andere Themen, auch wirtschaftliche Themen oder Themen, die euch ganz persönlich betreffen. Und dann ist es ganz wichtig, je klarer ihr in eurem Konzept seid, umso besser könnt ihr die anderen überzeugen. Das heißt,
wenn ihr von etwas nicht wirklich genau Bescheid wisst, dann lasst die Diskussion. Das geht nur nach hinten los. Ja, dann werden nämlich die anderen versuchen, euch zu überzeugen. Und deswegen, ihr wisst, ich sage es immer wieder, Faktencheck, Faktencheck, Faktencheck. Das heißt, gerade bei Zwillingemond ist immer wichtig, gut in den Fakten vorbereitet zu sein. Also gute Recherche gemacht zu haben, wenn ihr mit anderen Leuten über euch wichtigen Themen diskutiert. Und das ist Dienstag, Mittwoch bis Donnerstagnachmittag so ein bisschen an der Tagesordnung, ja. Genau, dann wandert der Mond am Donnerstagnachmittag in Krebs und das heißt, da stehen dann wieder die Gefühle vorne an, ne? Die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war mehr so, dass der Verstand und das intellektuelle Denken auch wichtiger. Jetzt geht es mehr um die Gefühle und es geht da auch darum, dass es vielleicht auch schwerer fällt, sich von Dingen auch zu distanzieren. Bei Krebsmond nimmt man halt gerne die Dinge persönlich und es kann auch passieren, dass der eine oder die andere ein bisschen näher am Wasser gebaut ist. Ja, es ist aber wichtig, dass ihr bei Krebsmondtagen vielleicht auch wahrnehmt, was eure eigenen inneren Bedürfnisse sind. Und denn, ja, Krebsmondtage, habe ich Krebsmond gesagt? Ja, Krebsmondtage, sind auch Tage, an denen die Launen losgelassen werden. Und gerade wenn einem etwas nicht passt, dann reagiert man leicht überemotional oder gar kindisch. Worum geht es aber eigentlich? Man will Zuwendung. Das heißt, gebt euch selbst Zuwendung, gebt anderen Zuwendung und Aufmerksamkeit und erpresst nicht andere Leute mit euren Gefühlsbedürfnissen, ne? Also nicht mit diesem Wenn-Dann-Prinzip agieren, sondern schaut, was brauchst du, aber beachte auch, was brauchen die anderen und dann kommt ihr am besten zu einem gemeinsamen Nenner. Ansonsten sind Krebsmondtage auch immer Tage, an denen die Fantasie sehr farbenfroh einhergeht und deswegen kann man da vielleicht auch irgendetwas tun, was die Fantasie halt auch anregt oder wo eure Fantasie ein Podium bekommt. Und es sind außerdem natürlich Tage, an denen die Familie ganz besonders wichtig ist. Und da es ja schon aufs Wochenende zugeht, kann es ja sein, dass es für euch dann gerade angemessen ist, dass ihr in der Familie seid oder mit der Familie auch telefoniert oder mit euren Kindern irgendetwas macht oder auch mit euren Eltern irgendetwas Schönes macht. Genau. Und dann, wie gesagt, Sonntagnacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag wechselt der Mond dann in den Löwen und dann steht Lebensfreude an erster Stelle. Das heißt, der nächste Sonntag ist mit Mond im Löwe ein Tag des Genusses, ein Tag der Freude, denn der Mond ist in Löwe, die Sonne in der Waage, die Venus noch auf dem letzten Grad des Löwen und der Mars und der Merkur sind auch in der Waage. Das heißt, da ist eigentlich Geselligkeit, Partnerschaft, miteinander harmonieren und überhaupt miteinander feiern, miteinander sein. Das ist das Thema des Tages. Deswegen versucht doch oder macht einen besonderen Tag für euch mit Freunden, mit Partnern, mit der Familie. Gönnt euch etwas, was normalerweise für euch Luxus bedeutet. Und gebt es auch weiter mit der sozusagen großen Geste. Ja? Teilt eure Begeisterung, teilt euer Wissen, teilt eure Schätze mit anderen und zeigt in der Art, wie ihr auch an dem Leben der anderen Anteil nehmt. Und lasst zu, dass man auch an eurem Leben Anteil nimmt. Denn das ist ein Tag, an dem die Integrität wichtig ist, an dem das gemeinsame Teilen und auch dieses Bewusstsein, dass wir alle doch letzten Endes eine riesige Weltfamilie sind. Und das feiern dürfen und jeder gleichzeitig aber auch ein Individuum ist, denn Löwe ist, ich bin ein Individuum und ich setze mir auch eine Krone auf, weil ich es wert bin. Das heißt, feiert euch und feiert aber auch die anderen. Leben, leben lassen, das ist die Devise des Tages. Genau. Ja,
wie gesagt, was noch, also besonders am Montag, Dienstag, vielleicht auch noch Mittwoch zu spüren, ist diese Opposition zwischen Merkur und Neptun. Merkur in der Jungfrau ist in seinem eigenen Zeichen, ne, und er ist ja aus der Rückläufigkeit raus und ist jetzt eigentlich noch unterwegs, die Dinge zu sortieren und zu ordnen und den Alltag irgendwie auch zu meistern und so weiter. Und Neptun in den Fischen, der hat ja ganz andere Intentionen und der möchte ja immer das Größere, auch die spirituellen Zusammenhänge erkennen lassen. Und das kann dazu führen, dass halt auf der Denk- und Kommunikationsebene Verwirrung gestiftet wird. Vor allem, wenn ihr auf der merkurischen Seite im beruflichen oder auch im alltäglichen Bezug zu pedantisch auf eure Linie als die einzig gültige pocht. Am besten kommt ihr in den Flow oder erreicht ihr den Flow auch zusammen mit euren KollegInnen oder auch mit euren MitbewohnerInnen oder so, indem ihr euch selbst in Demut übt und anderen die Freiheit und natürlich auch die Fähigkeit zugesteht, die ihr für euch selbst als selbstverständlich ansieht. Also wenn du weißt, du kannst etwas und da steht dir jemand gegenüber, gehe nicht davon aus, dass der oder diejenige das nicht könne. Vielleicht kann er oder sie das, aber auf eine andere Art. Kann ja auch sein. Niemand anders kann so denken, fühlen oder handeln wie du. Das ist ganz klar. Denn du bist du und der oder die ist jemand anderes. Doch, um das anzuerkennen, dass der oder die andere halt eben ihren eigenen Weg hat, um zum gleichen Ziel vielleicht zu kommen, dafür bedarf es einer bemerkenswerten emotionalen Reife. Und über die verfügen wir ja alle, die hier anwesend sind, nicht wahr? Ne? Denn diese Reife erlaubt dann den anderen so zu sein, wie sie sind. Und darin letzten Endes auch eine Bereicherung wieder für dich darin zu erkennen. Auch das bedeutet, die Reife haben, loszulassen, auch jemand anderen sein zu lassen. Und dann zu schauen, wie können wir unsere Kräfte zusammenbringen. Anpassung, wie sie eigentlich von der Jungfrau gemeint ist, ja, Merkur ist ja in der Jungfrau, in seinem eigenen Zeichen, bedeutet nicht, du hast jetzt zu machen, was ich sage und sonst. Das ist nicht die richtige Form von Anpassung, sondern Anpassung im Sinne der organischen Funktionalität heißt nicht devotes Folgen, sondern immer wieder die Öffnung für das andere, schauen, wie, was hat sich verändert oder was bringt der oder die noch mit ein. Oder wie passt das zu dem, was jetzt schon da ist? Und dann gegebenenfalls Umbau oder Ausbau. Und dann wieder Anpassung an die neue Situation. Das ist echte Anpassung. Das heißt, Anpassung ist keine hierarchische Angelegenheit, sondern Anpassung ist eine Vernunftsangelegenheit. Genau, und vielleicht fällt es ja auch leichter, sich da auch dem, was andere mitbringen, zu öffnen. Denn die ganze Woche, schon letzte Woche, aber auch diese Woche, hält sich ein Mars-Venus-Sextil, was nie gerade genau wird, auch letzte Woche nicht. Und letzte Woche war ja ganz schön heftig und ganz schön gewalttätig auch. Und übergriffig fand ich auch. Also mal von Herrn Merz ganz abgesehen, der genau das getan hat, was der Vollmond auf dem Aszendenten-Deszendenten-Linie von Deutschland schon angezeigt hat. Ja, dass da man sich, wie soll man sagen, über die Stränge schlägt mit dem, was man sagt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Genau. Dieses Sextil gibt aber die Möglichkeit, das Mars in der Waage, der Krieger bei der feinen Dame und Venus im Löwen, die begehrenswerte Liebende, die sich halt auch selbst feiert, zueinander so stehen, dass es wohlwollenden Charakter hat. Und vor allem die Feuer- und Luftzeichen der letzten Dekaden, also die zwischen dem 10. und 20. ihres Monats geboren sind, so einen kleinen Schubs in Richtung Liebe, Erotik bekommen könnten oder auch geben könnten, weil der Umgang mit dem anderen Geschlecht oder mit dem Menschen, wir wollen uns ja nicht auf Geschlechter festlegen, mit dem Menschen, nach dem man gerade schmachtet, in dem man vielleicht verliebt ist, unbeschwerter, leichter sein dürfte und diese sexuell-erotische Spannung sich positiv auflädt.
und der eine oder die andere sich vielleicht auch gern erobern lässt. Aber ganz wichtig, ja, im gegenseitigen Einvernehmen bedeutet, dass der oder diejenige andere ganz klar Ja sagt oder in der brenzlichen, im brenzlichen Spannungsmoment wirklich auf dich zugeht. Also bitte nicht falsch verstehen, nur weil jemand dich anlächelt, will er oder sie noch keinen Sex mit dir. Ja, das muss man ein bisschen mit Gefühl und mit Fingerspitzengefühl angehen. Und das könnt ihr natürlich auch übertragen auf die Kommunikation mit anderen, wenn ihr mit Fingerspitzengefühl auf die anderen zugeht und auch versucht, hineinzuhören und hineinzuspüren, was sie euch zu geben haben, dann findet ihr auf jeden Fall am Ende einen gemeinsamen Nenner. Und den könnt ihr dann feiern am Sonntag, diesen gemeinsamen Nenner, wenn der Mond im Löwen ist und es ums Vergnügen und den Spaß geht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Woche nach der Hammerwoche vom letzten Mal mit dem abnehmenden Mond. Also lasst einfach alles raus, damit es euch gut geht. Im besten Sinne natürlich. Und immer mit dem Willen, mit anderen Menschen auch im Frieden zu leben. Also dann alles Gute und bis bald, euer Orakel von Delphi.